Willkommen zum neuen Tech-Video aus dem VW Taigo und endlich können wir was zeigen, was wir noch nie zeigen konnten, nämlich das Sadio Composition. Also nicht das große Navi, sondern das Sadio Composition. Wir haben hier nämlich gerade in Spanien einen Mietwagen bekommen. Das ist ein Taigo in der Basis. Und jetzt zeigen wir einfach mal, wie der Taigo oder ich glaube auch T-Roc in der Basis aussieht mit diesem Sadio Composition. Ganz kurz vorher noch, das hier ist auch die Basis. Das ist das Active Info Display, wie es in der Basis aussieht. Es kann nicht viel, die Auflösung ist nicht so toll. Dazu bitte oben rechts, wenn ihr das Video fertig habt, nochmal unser eigenes Video anschauen. Da haben wir schon im Detail erklärt. Jetzt schauen wir aber zum Sadio Composition. Also es heißt mittlerweile Sadio Composition, ist aber auch schon eigentlich kein schlechtes Infotainment-System und gleich zeigen wir auch noch App Connect. Es ist Touch grundsätzlich mal, ich kann hier per Touch bedienen und die Oberfläche ist hier nicht glashochglanz, sondern ein bisschen in die Jahre gekommenes Touch als Kunststoff, aber ich finde, es ist mindestens genauso gut touchbar wie das teure System. Also da gar kein Problem. Gucken wir mal ganz kurz durch die Menüs. Hier haben wir das Band, also auch da haben wir mittlerweile DAB. In Spanien gibt es aber kaum DAB, da haben wir jetzt nur zwei Sender. Wie auch immer, zurück, dann sagen wir, wir möchten wieder auf FM und zum Beispiel den Sender Dial, geht der? Läuft, Sound ist okay und dann kann ich mir natürlich hier auch im Radio das belegen, wie ich möchte, zum Beispiel Dial auf die 6 legen und dann läuft es so, ja, gute Geschichte, passt und hier noch schön mit Lautstärkeregler und auch am Lenkrad kann ich das machen. Radio. Media wäre zum Beispiel Bluetooth oder eine andere Quelle. Ich kann hier sogar eine SD-Karte reinstecken. Und jetzt kommt eigentlich mein Highlight an diesem System, wie ich es nutzen würde. Nämlich das System kaufen, Sadio Composition, das heißt kaufen, ist ja in der Basis dabei, aber dann App Connect nehmen. Ja, das ist das hier, App Connect. Und dann kann ich in dem Fall mein Smartphone, ich habe jetzt ein iPhone 13 hier, koppeln per Kabel. Also Apple CarPlay geht hier per Kabel. Apple CarPlay geht nicht per Bluetooth Wi-Fi. Das geht nur beim großen System. Ich bin jetzt hier ganz einfach connected, hier unten am USB-C-Anschluss. Und die beiden haben im aktuellen Modell ja jetzt, also sagen wir ab Anfang 23, haben die auch 45 Watt. Ich kann hier also auch schnell laden. Dazu brauche ich kein Top-Premium-System. Ja, wie auch immer, einmal angesteckt, dann fragt das System, möchtest du koppeln? Und dann kommt die Taste App ins Spiel. Und da bin ich in Apple CarPlay. Und der springende Punkt ist, ich brauche eigentlich gar kein großes Onboard-Navi, da ich alles mit Google machen kann. Hier sehen wir die Karte. Jetzt habe ich hier mal eingegeben, ich möchte von unserem Ort hier in der Wüste zum Flughafen Alicante. Machen wir mal starten. Nach Nordosten Richtung CV755 starten. Ja, und jetzt kommentiert mal bitte gerne unten, was ist das eigentlich hier für ein cooles Navi? Es ist völlig in Ordnung, es ist mein Google Navi, was hier rüber gespiegelt wird. Die Anzeige ist groß genug, ich kann hier mittlerweile wischen. Fürs Zoomen muss ich tatsächlich so zoomen, aber egal, das taugt, das finde ich wirklich klasse, geht richtig gut. Naja, und es ersetzt eigentlich ein Aufpreisgerät für viele, viele hundert oder in großen Modellen auch 1000 Euro. Die Navigationsanzeigen laufen dann übers Audio hier, was ich hier in der Mitte nicht habe, sind Pfeile. Also dieses kleine Active Info Display, das kann weder eine Karte anzeigen, noch Pfeile. Hier ist also nichts los mit Navigation. Wir können nur einmal kurz durchschalten, ob das immer noch stimmt. Aber soweit ich weiß, geht es einfach nicht. Nein, das hat keine Pfeile. Wenn doch, kommentiert gerne unten, aber da ist es halt hier eingeschränkt. So, jetzt sind wir hier verbunden. Ich kann natürlich auch andere Apps nutzen. Ich kann jetzt über telefonieren. Ich habe dann hier auch die entsprechende Volkswagen-App. Dann komme ich wieder zurück zu Volkswagen. Also wieder Apple CarPlay, hier zum E-Auto-Laden, Spotify kann ich jetzt drüber laufen lassen. Wirklich sehr schön. Wenn ich gekoppelt bin, gibt es hier auch die Taste Voice. Wenn ich auf Voice drücke, bin ich mit Siri verbunden. Dann kann ich auch hier drüber WhatsApps zum Beispiel senden lassen. Das ist auch nicht schlecht. So, wer es hier deaktiviert, dann kann ich was sagen, mache ich jetzt aber nicht. Dann gucken wir nochmal weiter, was hier noch geht. Haben wir also App, Phone, die Taste wäre jetzt dann wichtig. Wenn ich sage, ich möchte irgendein Telefon per Bluetooth koppeln, dann komme ich zu Phone, dann kann ich da auch drüber telefonieren. Ich muss also Bluetooth koppeln, ne? Wie vor 100 Jahren, geht ganz normal. Apple CarPlay oder Android Auto ist keine Pflicht. Stecken wir das mal kurz ab zum Test. Dann merkt er, Verbindung ist weg. Dann gehen wir nochmal auf App und hier sehen wir, was ich machen kann. Ja, Apple CarPlay oder Android Auto werden die meisten nutzen. Mirrorlink war ja früher mal so ein eigenes Ding von Volkswagen. Sonst noch ein schönes kleines System. Ich kann mir hier, wenn ich wirklich viel eingebe, die Hand ablegen und dabei touchen. Von oben nach unten ziehen geht mittlerweile auch. Da hat Volkswagen hier auch eingefügt, dass der Standort geteilt werden soll oder ob das erlaubt ist per Datenschutz. Das muss sein. Das ist hier die Traffic-Info, glaube ich. Und hier kann ich auch noch Bluetooth deaktivieren, sogar wenn ich möchte. Also dafür, dass das jetzt hier im Taigo, in der Basis ist, ein ganz cooles Teil. Menü
sind viele Einstellungen. Auch hier kann ich selbst in dem Basis, wir reden wirklich vom günstigsten Taigo, einiges machen. Ich kann zum Beispiel mal zeigen, dass bei Fahrzeug-Setup, was haben wir hier? Das ist doch ein T-Roc, kommentiert gerne unten. Das ist doch ein T-Roc, der hier dargestellt wird. Das ist komisch, wir sitzen im Taigo. Dann kann ich sagen Licht und hier kann ich ihm auch vorgeben, möchte ich Komfort blinken zum Beispiel, möchte ich Coming Leaving Home. Ja, das sind so Sachen, die sind ganz gut einstellbar. Und bei Radio kommt hier auch dieser zweite Dreher nochmal zum Einsatz. Da kann ich auch die Sender durchgehen. Und wenn man das Teil hat mit integriertem Navi in größeren Systemen, dann könnte man hier zum Beispiel die Karte zoomen und hier eben lauter, leiser oder Mute. Und Mute wäre dann quasi aus mit der Uhr als Anzeige. Ja, die Tasten hier haben keine Auswirkung auf das Infotainment-System, außer denen hier, da kann man hier den Sender wechseln, das mache ich gerade, und lauter, leiser. Ich kann aber jetzt hier nicht dieses System steuern. Ja, so viel mal dazu. Induktives Laden haben wir jetzt auch nicht. Vielleicht noch eine Kleinigkeit vom Taigo, die ganz interessant ist. Wir haben ja hier in der Basis, weil wir gerade bei Assistenzsystemen auch immer sind, diese Tasten. Und das siehst du ein aus und dann habe ich mich schon gefolgt gedacht, okay, ich mache ein und setze den Tempomat auf 100 km/h auf der Autobahn. Das geht aber nicht, ich habe einen gemacht und ich sehe dann hier unten nur Limiter. Also das ist wichtig zu wissen für Leute, die Wert auf Assistenzsysteme legen. Der Taigo hat in der Basis einen Limiter, aber keinen Tempomat. Also ich muss sogar für den Tempomat extra zahlen. Das sieht hier so aus, als hätte er das. Er hat auch einen Spurhalteassistent, aber eben nur einen Limiter. Das ist ein bisschen enttäuschend. Es gibt im Taigo nämlich auch sämtliche Assistenten bis zur ACC. Aber wenn ich einen ganz einfachen Taigo kaufe, muss ich gucken, dass ich zumindest ein Tempomat habe. Weil sonst ist das echt eine unbequeme Sache und Volkswagen möchte halt hier dieses eine extra noch separat verkaufen. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Kommentiert gerne unten, wie ihr das System findet. Ich finde es eigentlich ganz toll, dass es in der Basis die Möglichkeit gibt, das so zu koppeln und dass man hier Geld sparen kann. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und die Glocke aktiviert. Vielen Dank fürs Zuschauen.